Auf Streife. Ein angeblicher Hilfeschrei beschäftigt jetzt auf ihrer Fußstreife in Longerich die Polizeioberkommissare Paul Richter und Stefan Sindera. Oh, hey, 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 hey! Geh! Hallo! Hey! Hallo! Ah, das ich möchte, dass Sie hier komm, verschwinden, verflucht! Ich hab jemanden gehört, verdammt nochmal! Mein Gott! So, was ist denn los? Ach, die kommt hier einfach an und will in mein Haus. Ja. Weil sie der Meinung ist, sie hat irgendwas gehört. Ich bin nicht der Meinung, ich habe was gehört. Ich hatte den Fernseher laut. Ich hatte einfach den Fernseher laut. Kennen Sie sich denn? Ja, der hat mir die Hand in der Tür eingeklemmt. Okay. Sie mal nicht aussehen. Darf ja, aber kann man ja waschen. Das ist Wandfarbe oder was ist das? Paul, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, einen Verbandskasten nehmen. Ist schon okay, ist nicht so schlimm. Ja, ich habe einen Schrei gehört, trotzdem. Das ist viel wichtiger. Und ich bin mir ganz sicher, dass da jemand drin ist. Ich habe definitiv einen Schrei gehört. Nochmal kurz zur Personallage. Kennen Sie sich, also dass Nein, Sie hier streichen? Ich bin Nachbarin. Die Nachbarin und also ich bin neu dazugezogen und habe gerade gestrichen. Habe die Fenster sperrweit auf, weil ich einfach den ganzen Dunst da nicht einatmen wollte und habe definitiv einen Schrei gehört. Sie wohnen hier beide in einem Haus? Nein, ich bin hier die Nachbarin. Weiter behauptet der Mann steif und fest, bei dem Hilfeschrei handele es sich um den zu laut eingestellten Fernseher. Dennoch sind die erfahrenen Polizisten skeptisch und haken nach. Wie kam es jetzt zu dieser Verletzung denn? Ich wollte einfach mal reinschreien und gucken, ob ich da jemanden höre. Und dann hat er mir die Hand in der Tür eingeklemmt. Ja, das war aber nicht mit Absicht. Ich habe Das ist auf Hausfriedensbruch, wenn Sie bei mir da einfach eindringen. Ich wollte nicht rein. Ich wollte reinschreien und einfach hören, ob da jemand antwortet. Ja, aber normalerweise ist das doch sehr nett und sehr sorgsam von Ihrer Nachbarin, dass sie sich Sorgen macht, wenn sie da einen Schrei hört. Ja, natürlich. Aber wenn ich ihr dann sage, nein, es ist nichts passiert, dann hat sie auch das Haus zu verlassen. Darf sie erstmal treffen? Das ist doch einfach so. Da kann man doch nicht einfach und auf mich einprügeln. Ich prüge nicht ein, ich habe mich nur gewehrt. Sie haben mich weggeschubst. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe mich nur gewehrt. Ja, warum denn? Sie können mir doch nicht unterstellen, dass ich da irgendeine Straftat begangen habe. Generell ist ja so, Sie wohnen da alleine, mein oder? Haus, ja, ich wohne da alleine. Ich bin getrennt von meiner Ehefrau. Haben Sie ein Faible für pinke Farbe oder tragen Sie gerne Frauensportschuhe oder wie? Das sind die Schuhe von meiner Tochter. Wohnen Sie ja doch nicht alleine? Doch, ich wohne alleine, aber die ist fast jedes Wochenende bei mir. Das heißt, sie ist jetzt da oder nicht? Nein, sie ist nicht da. Heute ist sie nicht da. Hätten Sie denn ein Problem damit, wenn Sie uns mal in Ihr Haus bitten würden? Ja, oder würde ich ja gerne lassen, wenn wir reinkommen würden. Aber die Tür ist ja zugefallen. Moment, Sie klemmen mir die Hand ein und ich bin jetzt schuld, dass die Tür zu ist, oder? Haben sowieso noch genug Ärger. Warten Sie mal ab. Erstmal die Kosten für meine Klamotten und dann auch noch für den Schlüsseldienst. Ich habe mich lediglich gewehrt. Hören Sie mal zu. Das mag ja alles passen. Also so, ich sag mal, über das T-Shirt und über die Hose sollte das jetzt nicht gereinigt werden können. Ja. Da müssen Sie sich dann irgendwie natürlich zusammenfinden und einigen. Der Verdächtige hat sich angeblich ausgesperrt. Auch die Terrassentür ist zugefallen. Während die Beamten einen Schlüsseldienst beauftragen, taucht plötzlich die Ex-Frau des Bewohners auf. Wieso ist die Polizei hier? Guten Tag. Wer sind Sie denn? Du nicht viel später kommen? Ich bin die Ex-Frau. Ja, ich habe auch hier Feierabend gemacht. Ich will Lea abholen. Wieso ist die Polizei hier? Wir hatten eine kleine. Eine was? Gut. Da war ein Schrei. Ich habe definitiv einen Schrei gehört. Sie sind die Frau. Stellen Sie sich bitte noch mal vor. Ich bin die Ex-Frau vom Markt. Die Frau und Ihr Name ist? Frau Kules. Frau Kules. Tanja Kules, ja. Okay. Ja. Sie haben eine gemeinsame Tochter. Richtig. Okay, und der Name ist Lea, oder wie habe ich Lea. Das verstanden? Okay. Lea. Und soll die heute hier sein? Die muss hier sein, die ist jedes... Ja, die war hier und dann ist sie... Ja, darum, ich sag Ihnen ja, das kommt mir ja komisch vor, dass Sie die Schuhe, dass Sie hier die Frauenschuhe hier vor der Tür stehen so, haben, ne? Also, mal zur Kenntnis für alle Beteiligten. Wir gehen jetzt in das Haus rein, das passt mir alles nicht. Wir haben Schlüsseldienst kommen lassen, da wir die Tür wahrscheinlich nicht aufgetreten kriegen. Werden die uns wahrscheinlich die Tür öffnen, wenn sie zu Herr Kuhn ist. Wenn die Sache nämlich so abläuft, dass hier zwei Personen sagen, hier sollte noch eine andere weibliche Person im Hause sein und Sie sagen, das ist nicht so, nein, dann müssen wir uns leider, und wenn da Hilfeschreie gehört werden, rückversichern, ob das so ist. Moment andere, mal. Nee, wir tun keine Tür einhauen. Die Lea ist 16, die muss hier im Haus sein. Ja, und jetzt kommen wir nicht rein. Nee, ich habe, damals, wie ich hier gewohnt habe, habe ich einen Ersatzschlüssel im Garten. Und du musst mir da mal erklären, was für ein Ersatzschlüssel? Ja, das weißt du. In einer Steinattrappe im Springbrunnen befindet sich der gut versteckte Zweitschlüssel. Beim Betreten des Hauses finden Paul Richter und Stefan Sindera verdächtige Spuren. Was haben Sie hier kaputt geworfen? Was ist das? Schnaps? Flasche? Riecht ein bisschen. Riecht auf jeden Fall nach Alkohol. Nein, hallo? Ich war einkaufen und dann also ja, das ist ja Alkohol. Ja, das kann ja auch sein, das Alkohol. Mir ist eine Flasche runtergefallen vom Einkauf, von dem Einkauf, den ich gemacht habe. Der Mann lügt eindeutig.
Laut Aussage der Frau muss sich die 16-jährige Tochter im Haus befinden. Im Badezimmer machen die Beamten schließlich die furchtbare Entdeckung. Ja, Treffer. Lea. Verständigst du RTW? Ja. Hallo. Wir brauchen keinen. Lea. Lea. Ich kann Ihnen das erklären. Raus hier jetzt. Ich will nichts mehr hören von Ihnen. Hallo. Ich kann Ihnen das erklären. Hier ist die Polizei. Ich kann Ihnen das erklären. So? Lea. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Kipp sie ein bisschen an. Boah, die hat aber schwer getrunken. Ja. Genau, bleiben Sie ein bisschen bei ihr. Komm mal her. Pass auf, hier ist es nass. Die 16-Jährige ist extrem alkoholisiert. Dennoch hoffen die Beamten auf eine Erklärung des Teenagers, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Jetzt ist der. Wie lange braucht der RTW? Ja, die rollt. Ja. Okay. Was hast du denn gemacht? Ja, ihr streitet immer nur. Alles gut. Ich geb das mal weiter. Spricht schon wieder, ne? Das komm mal her. Schatzi. Komm, komm mal. Versuch mal einen Schluck zu trinken. Hm? Hast du dich übergeben schon? Nein. Ist aber nicht so gut. Vielleicht machst du das mal. Schatzi, du weißt doch, wir streiten uns halt mal. Deswegen sind wir auch getrennt. Ihr streitet immer. Immer geht es um euch, was mit dir ist, was mit Papa ist. Ich muss von Wochenende zu Wochenende kann ich pendeln. Ihr behandelt mich, als wäre ich irgendein Gegenstand. Ja, aber wie lieben mir, dich. Aber wie es mir geht dabei, interessiert euch gar nicht. Schatz, wir lieben dich. Nein, wir streiten uns doch nicht wegen dir, hör mal. Tanja, jetzt lass sie doch einfach mal in Ruhe ein bisschen. Marc. Lass mich doch erst mal erklären, was los war. Ja, Herr Kund, dann sagen Sie, was ist denn hier heute überhaupt abgelaufen? Ich bin einkaufen gewesen. Lea war alleine zu Hause. Ich kam zurück und sie war volltrunken. Was soll ich denn da tun? Und dann habe ich eine Kurzschlussreaktion gehabt und habe sie einfach in die Dusche gesetzt, so wie sie war. Okay. Mit den Klamotten. Ja, und dann ja, auf einmal hat es geklingelt und ich wusste gar nicht mehr, was ich tun soll. Also welche Nachbarin dann arbeitet? Ja, meine Nachbarin, Miss Marple. Und dann habe ich sie da einfach unten hingelegt. Würden Sie mal entscheiden, warum eine junge Person so reagiert, wie sie reagiert? Hier müssen wir sagen, dass die Lea, die wir hier angetroffen haben, wahrscheinlich, wie das viele junge Menschen, junge Mädchen vielleicht auch machen, so ein bisschen um Hilfe rufen wollte. Ne? Die Eltern sind in Trennung, bzw. in Scheidung lebend. Sie muss jedes Wochenende woanders hin, das passt ihr alles nicht. Und um dem Ganzen so ein bisschen das Krönchen aufzusetzen, hat sie sich da wohl bewusst, so wie sie mir das erklärt hat, die Flasche an den Hals gesetzt und mal Gas gegeben. Problematisch an der ganzen Sache ist natürlich, dass sie gar nicht in der Lage ist, so viel Alkohol zu verkraften. Sie sagt selber, sie trinkt eigentlich keinen Alkohol. Und diesen Hilferuf dann so zu starten, das kann immer ins Auge gehen. Das machen Mädchen oder junge Menschen, ich will gar nicht nur Mädchen sagen, können auch junge Männer machen, mal mit Tabletten, mal mit Alkohol. Und unter Umständen wissen die gar nicht, was sie da genommen haben. Und dann ist der Hilferuf plötzlich kein Hilferuf mehr oder kein verkappter Hilferuf mehr, sondern ein realer Hilferuf. Und dann wird es halt eben ernst. Fühlst du dich einigermaßen fit? Ja. Wie viel hast du denn getrunken, denkst du denn? Flasche ist ja kaputt. Ach, Lea, ja, ein bisschen aus der Flasche. Aus der Flasche direkt, oder was? Ach, Schatzi. Ja, solltest du vielleicht nicht machen. Du musst doch mit uns reden, weißt du, dass du mit uns reden kannst. Wir versprechen dir auch, dass wir uns ein bisschen wir werden das schon zügeln, erledigen. Okay? Es tut mir leid. Wir konnten ja vielleicht sollten wir doch mal zu einer Beratung gehen. Es gibt da Anlaufstellen pro Familia, ja, wenn das zwischen Ihnen beiden geklärt ist, okay. Ja, ja. Aber Ihre Tochter scheint da noch Schwierigkeiten mit zu haben. Und da gibt es Anlaufstellen, ne, wo man dann das auch ein bisschen sauberer herbeiführen kann. Ja, ja. Ich denke, das ja. wird tun. Ich glaube auch. Zur Sicherheit führt Paul Richter einen Alkoholschnelltest mit der 16-Jährigen durch. Das Ergebnis ist schockierend. Zeit für eine Ansage. Mein liebes Kind, du hast sage und schreibe 1,5 Promille. Das ist für jemanden, der das Trinken nicht gewohnt ist, und mit 16 Jahren sollte das so sein, etwas zu viel. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum du gerade so ein bisschen steil gegangen bist. Wichtig. Ist dir jetzt schlecht? Geht. Flau. Gleich was ordentliches Essen, Wasser zuführen. Ja. Und dann wollen wir hoffen, dass das in einer Stunde bis drei wieder gut ist. Dann bestelle ich den RTW jetzt ab. Mhm. Ja? Sie sind ja hier, Sie passen auf sie auf. Ja, 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 auf jeden Fall.